Ja, das war Wolfgang Ischinger im Interview und gerade jetzt gibt er seine Eröffnungsrede in München und dorthin schalten wir jetzt. Zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs. Ich begrüße die vielen Podiumsteilnehmer, die aus aller Welt zu uns gekommen sind. Mehr als 500 Teilnehmer, viele Beobachter, eine ungeheure Anzahl an Pressevertretern und natürlich auch all diejenigen, die uns am Fernsehen oder über den Livestream auf YouTube oder Facebook heute begleiten. Es ist wunderbar, dass jetzt so viele an dieser Konferenz teilhaben können. Ich hoffe, dass Sie alle hierher gereist sind, um politische Vorschläge zu machen, um Meinungen auszutauschen, um zuzuhören und hoffentlich auch um Vertrauen aufzubauen. Das ist ja der positive Anteil der Konferenz. Aber die Tatsache, dass diese Konferenz so beliebt geworden ist in den vergangenen Monaten und Jahren, spiegelt auch eine eher unangenehme Realität wider. Denn es gibt zu viele ungelöste Konflikte, Krisen und Instabilität in der Welt. Hätte diese Konferenz nicht schon vor 54 Jahren ihre Arbeit aufgenommen, dann wäre heute der Augenblick, dies zu tun. Wir sollten also dieses Wochenende nutzen, um Frieden und Sicherheit zu fördern, und zwar so gut wir können und wie es in unseren Mitteln steht. Wenn Sie als politische Führer, als Außenminister, als Staats- oder Regierungschefs, nationale Sicherheitsberater, wenn Sie hier nicht Ihren persönlichen Beitrag leisten, dann kann es nicht gelingen. Man hat mich gefragt, ist die Lage wirklich so schlecht? Vor wenigen Tagen sagte der Harvard-Professor Steven Pinker im Wall Street Journal, man kann sich immer selbst zum Narren halten und eine Verschlechterung sehen, wenn man die Bilder der Vergangenheit mit den blutigen Schlagzeilen von heute vergleicht. Hat er da recht? Ja und nein. Ja, denn es stimmt, die Welt hat sich durchaus weiterentwickelt. Die Bekämpfung der Armut und von Krankheiten hat Fortschritte gemacht. Viel mehr Menschen können heute ein Leben in Würde leben als noch vor 20 oder 40 Jahren. Auf der anderen Seite sind Demokratie und Freiheit die Werte, die uns hier im Westen am teuersten sind, diese befinden sich im Niedergang. Sie sind bedroht. Der Westen, unsere Gesellschaften scheinen heute schwächer zu sein als noch in der Vergangenheit. Die internationale Ordnung selbst, die wir in der Nachkriegsphase aufgebaut haben, ist bedroht. Und die Anzahl der Binnenflüchtlinge ist einfach nur erschreckend. Also ja, wir haben Fortschritt, beträchtlichen Fortschritt auf der einen Seite, aber auch große Bedrohungen. Und all das kann sich parallel entwickeln. Das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen sollten wir hier nicht nur einfach feiern oder den Niedergang proklamieren. Aber ich denke, wir müssen auch die Warnsignale hören. Und die Warnsignale, die leuchten im Moment wirklich ganz stark, ganz rot. Ein Ergebnis dieser Überlegungen hat dazu geführt, dass mein Team und ich folgendes Konferenzmotto gewählt haben, nämlich bis zum Abgrund und wieder zurück, Fragezeichen. Wir haben lange über das Fragezeichen diskutiert. Ich denke, die Welt hat sich näher, sehr viel näher, viel zu nah an den Abgrund heranbewegt. Wir haben zu viele Konflikte.
Was wir hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz erreichen wollen, sind ja nicht nur das Aussenden von diplomatischen Botschaften oder vielleicht Ankündigung von Deeskalation, sondern wir wollen wieder konkrete Schritte unternehmen, um vom Abgrund wegzukommen. Und nur Sie können das schaffen. Nur Sie können das wahr werden lassen. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten, auf jeden Fall für die Deutschen, die hier im Raum sitzen. Denn gerade als wir diese Konferenz hier eröffnen wollten, vor knapp einer Stunde, haben wir die Nachricht gehört, dass Deniz Yücel, der deutsche Journalist, der im Gefängnis in der Türkei viele Monate lang saß, jetzt freigelassen wurde. Und ich glaube, das ist die beste Nachricht, die wir heute bekommen konnten zur Eröffnung der heutigen Konferenz. Wir begrüßen das natürlich sehr. Und ich darf diejenigen loben, die an dieser positiven Entwicklung mitgewirkt haben. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass wir wieder eine sehr volle Tagesordnung haben. Es gibt so viele wichtige Themen, die es uns unmöglich machen, wirklich alle im Hauptprogramm abzuhandeln. Viele der nicht zweitrangigen, aber vielleicht weniger wichtigen Themen werden in mehr als 100 Parallelveranstaltungen über das Wochenende hinweg stattfinden und behandelt werden. Und deswegen möchte ich Sie auffordern, auch immer diese Parallelveranstaltungen im Auge zu behalten, nicht nur das Hauptprogramm. Zum Schluss möchte ich auch auf eine ganz wichtige Frage kommen, und das ist nämlich auch ein Schlüsselthema, die Zukunft der Europäischen Union. Liebe Freunde, es ist kein Zufall, dass wir die französische und die deutsche Verteidigungsministerin hier eingeladen haben, die Eingangsstatements für diese Konferenz zu geben. Es ist das erste Mal der Konferenz, als ich am Anfang hier der Konferenz beiwohnte. Da gab es fast nur Männer, aber es ist jetzt wirklich das allererste Mal, dass zwei weibliche Verteidigungsminister die Konferenz eröffnen. Und ich denke, das zeigt doch, dass wir Schritt für Schritt durchaus Fortschritte erzielen. Es gibt, glaube ich, eine neue Entschlossenheit in der deutsch-französischen Partnerschaft vor dem Hintergrund einer gewissen europäischen Dringlichkeit. Emmanuel Macron hat gesprochen von einem Europa, das uns schützt. Das ist eine wunderbare, attraktive Idee. Aber wie kommen wir dahin? Initiativen wie der Europäische Verteidigungsfonds, die ständige strukturierte Zusammenarbeit, all dies wird uns helfen, mehr aus unserem Euros zu machen. Aber ich denke, es geht um größere Fragen. Deutschland und Frankreich wollen enger zusammenarbeiten. Das ist fantastisch, insbesondere im Verteidigungsbereich. Die Frage ist, wie machbar ist das, solange beide Länder sehr unterschiedliche Haltungen haben zu den Streitkräften, zu der Rolle der Streitkräfte und insbesondere auch, was die Verteidigungsausgaben angeht. Können wir wirklich eine gemeinsame strategische Kultur erarbeiten, die Präsident Macron angemahnt hat? Fragezeichen. Eine noch viel wichtigere Frage ist, ist die EU, ist Europa wirklich willens, politisch willens, ein glaubhafter und fähiger Akteur zu werden, nicht nur im europäischen Rahmen, sondern auch global? Sind wir stolz genug, sind wir als Europäer entschlossen genug, sicherzustellen, dass Europa in der Lage ist, auch an der Ausgestaltung der internationalen Ordnung der Zukunft mitzuwirken, anstatt selbst nur gestaltet zu werden? Ich denke, das werden die Themen sein, die die beiden Verteidigungsministerinnen gleich ansprechen werden.
Erlauben Sie mir zwei Schlussbemerkungen. Viele von Ihnen oder Ihrer Mitarbeiter haben lange mit meinem Team verhandelt, unablässig, um besonders wichtige Arrangements für die Reden und Redezeiten zu bekommen. Das ist eine große Herausforderung für uns, die Organisatoren, geworden, dass wir ausreichend Zeit zur Diskussion haben für Fragen und Antworten. Und deswegen richte ich mich jetzt an alle hier im Raum. Es geht hier nicht nur um lange staatsmännische Reden, sondern es geht um die Diskussion von Hunderten von hochrangigen Entscheidungsträgern und politisch Verantwortlichen aus Europa und weltweit. Und die Debatte ist doch das, was unsere Konferenz so lebhaft macht. Deswegen möchte ich Sie bitten, dass Sie immer ausreichend Zeit für die Fragerunde lassen. Zweiter Punkt, und das ist wirklich auch mein letzter. Ich stünde hier nicht und Sie säßen hier nicht, wenn wir nicht so großzügige Partner sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Bereich hätten. Ohne unsere Sponsoren und Unterstützer, die ganze Liste ist jetzt viel zu lang, als dass ich sie hier vorlesen könnte, aber Sie finden das in unserem Handout zur Konferenz. All die Unterstützer haben wirklich hier Applaus verdient. Und da möchte ich zum Schluss etwas auf Deutsch sagen. An alle Münchnerinnen und Münchner, vor allem an diejenigen, die sich in ihrer Bewegungsfreiheit an diesem Wochenende mal wieder eingeschränkt fühlen. Und danke Ihnen schon vorab für Verständnis, für Toleranz und auch für Unterstützung dieser für München, für Bayern, für die Bundesrepublik Deutschland und für Europa wichtigen Tagung. Vielen Dank.